Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wie versprochen, werden wir diesmal Spannung pur erleben, wenn wir all die gerade abgeworfenen Sachen in der letzten Folge jetzt wieder einsammeln und einlagern. Mit der Tabulator-Taste hier auf der Tastatur, am Computer, am PC. Und dann einfach E gedrückt, um mit Ja zu bestätigen. Das machen wir jetzt mit all den Sachen, die wir hier abgeworfen haben. Dauert ungefähr nur 30 Minuten. Was ich im Radio gehört habe. Meint, sind die Minutemen wieder da? Echt? Die Minutemen waren schon ganz oft hier und haben euch geholfen. Ja. Ich wollte mich jetzt nicht einmischen, aber ich konnte es nicht überhören. Welchen Sinn macht das, wenn sich jemand fragen sollte, warum ich das hier überhaupt mache? Warum machen wir das? Wir hatten aus der Community einen wunderbaren Tipp, kann ich gar nicht oft genug betonen auch. Ich bin ja so dankbar für Tipps und für dergleichen Dinge mehr. Wir hatten einen Tipp, dass wenn man das so macht, die Waffen hier abwirft in einer Siedlung und dann einsammelt, dass man dann sehr viel mehr bauen kann. Man sieht oben den größten Balken, wie der immer kleiner wird, also man kann dann richtig viel bauen, ohne Ende bauen. Man kann dann also wirklich diese fantastischen Sachen, wie man sie auf der E3 damals schon vorgestellt hat, vorgestellt. Diese großen Dinger kann man dann wirklich hier bauen. Ihr seht, die Größe ist schon geschrumpft und ich habe immer überlegt, mein größter Wunsch war es, die Siedlungen immer zu umzäunen. Eine Mauer darum zu bauen, damit die Ghule, Mutanten und so weiter nicht reinkommen. Die Minutemen sind wieder da. Sie haben sogar einen Radiosender, um ihre Aktionen zu koordinieren. Echt? Ich hoffe, diesmal bleiben sie auch. Man könnte natürlich auch, was auch gehen klappen könnte, einen Turm bauen. So zum Beispiel irgendwelche, ja, diese Betonfundamente übereinander stapeln, nach oben, dann da alles drauf bauen. Dann die Leitern abreißen, dann kommt keiner mehr rauf von den Gegnern und oben dann alles aufbauen, wie so ein Pilz oder sowas. Könnte man ja auch machen. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Gehen wir jetzt wieder zurück, oder? Ja, die Leitern abreißen, wie kommt man dann selbst darauf? Schnellreise-Ankunftspunkt irgendwie da oben hinlegen oder sowas, dann kann man immer mit Schnellreise dorthin wenigstens. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist gut. Wir wollen uns gar nicht hier irritieren lassen von irgendwas. Da wird aber schon geschossen. Haben sie uns schon entdeckt? Das ist die falsche Waffe für diesen Zweck. Entschuldigung, da. Nein, doch nicht. Ich dachte, ich hätte hier oben einen gesehen. Von hier kam auf jeden Fall die... Aha. Doch, da ist doch einer. Nein, das ist eine Lampe. Und wir können ja wieder einsammeln. Mülleimer, Kronkorken, Giddyup, Buttercup, Hinterbein. Warum so zögerlich? Na, es regnet. Wenn wir hier ausrutschen und wir sind nur privat versichert, dann steigen gleich unsere Versicherungsbeiträge ins Unermessliche. Wenn wir uns dann behandeln müssen, nur weil wir ausgerutscht sind. So ungefähr. Oder anders, habe ich mir mal das sagen lassen. Ja. Ich bin nicht versichert. Nein, man ist natürlich in Deutschland immer versichert. Kronkorken, 308er Patrone, medizinischer Flüssigstickstoffspender und Bügelsäge. Ich glaube, es ist sogar so, dass wenn man sich als... Man ist ja pflichtversichert, man muss ja sich versichern. Ich glaube, es ist sogar so, dass wenn man sich vergisst zu versichern, wenn man selbstständig ist, dass man dann eines Tages, wenn man sich mal versichern will, die ganzen Monate zurückzahlen muss, glaube ich. Ich weiß nicht, wenn sich jemand damit auskennt, dann... Naja, es hat jetzt nichts mit Fallout zu tun. Kann er aber trotzdem dann mal in die Comments schreiben. Ich glaube, so ähnlich oder so müsste das funktionieren. Also man kann der Steuer und der Versicherung kann man nicht entkommen. Es heißt ja auch, man sagt ja so schön, der Tod und die Steuer kommen sicher. Und die Versicherung wahrscheinlich dann auch. Oh, hoppla, hallo Roboter.
Curry, tut mir leid, Sie haben einen Namen. Curry, was machen wir hier eigentlich? Wir suchen Schutz vor dem Regen, fürchte ich. Wir sammeln schon wieder ein. Oh, hier ist auch viel. Hier ist sehr viel zum Einsammeln. So viel kann ich gar nicht lesen, was hier alles steht. Wieso kann ich das nicht nehmen? Ich hätte so gerne, was auch immer das da unten ist. Es geht nicht. Es ist im Boden versunken. Oh, bloß das Radio nicht einschalten. Versunken im Boden ist es. Und Benzin ist sehr schön. Aha, ein Safe. Ja, hier kann man was essen. Konnte man zumindest. Dose. Ach, der ist ja offen. Ja, dann nehmen wir die 44er Patrone, die 10mm Patrone und da kompensiert gehärtet und panzerbrechend irgendetwas. Vorkriegsgeld, Silbertafelmesser. Und was ich sagen wollte, seit wir diesen Glück nochmal, seit wir Glück etwas aufgewertet haben, finden wir, meine ich zumindest, sehr viel öfter diese Kochplatten. Wir können gleich mal nochmal schauen, was wir an Glück haben so. Mittlerweile. Gummibonbons wollen wir aber auch mitnehmen. Das war's hier in der Ecke. Gerollter Boston Bagel. Den nehmen wir noch mit. Und die Glasschale, jawohl. Okay, wir schauen mal. Ups, wir sind getarnt, ja. So, wir schauen mal. Achso, Tee. Wie war das mit dem Glück? Wir haben Glück. Glück zeigt an, wie gut es das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt die Aufladerate für kritische Treffer und die Qualität gefundener Gegenstände. Du erhältst jetzt sofort einen Punkt. Wir haben ganz am Anfang, als wir die ganzen Specials eingerichtet haben, unser Glück auf sehr, sehr hoch gesetzt. Ich glaube, das war der höchste. Außer Intelligenz war vielleicht noch höher. Ich verstehe nicht ganz, wieso wir immer noch so viel Glückpunkte nehmen können. Ich finde es sehr schön, dass wir auf Level 53 immer noch weiter aufsteigen. Ich kann es nicht oft genug betonen, wie störend das doch bei New Vegas war, dass das dann auf einmal aufgehört hat, dieses Skillsystem. Man wurde nicht mehr weiter aufgelevelt. Genau ab dem Punkt hat New Vegas seinen Reiz verloren, für mich zumindest. Ja, was machen wir jetzt? Revolverheld. Ach so, wir wollten eigentlich nur gucken nach dem Glück, aber jetzt, wo wir schon mal hier sind, glaube ich, wir sollten nochmal auf der Suche nach dem Perk, mit dem man dann Leute entwaffnen kann, irgendetwas nehmen auf gut Glück hier. Kanalisiere den Geist des Wilden Westens. Nicht automatische Pistolen verursachen 20% mehr Schaden. Das kann es nicht sein. Eisenfaust brauchen wir gar nicht zu gucken. Das könnte es noch sein. Gewehrschütze bleibt tödlich. Auch aus der Ferne. Angriffe mit nicht automatischen Gewehren verursachen 20% mehr Schaden. Das könnte es natürlich sein. Oder das hier. Naja, automatische Waffen benutze ich ungern. Mal sehen. Wir hatten letztens schon den hier genommen. Aufmerksamkeit. Kenne die Schwachpunkte deiner Feinde, um sie zu besiegen. Du kannst dir die Schadensresistenzen eines Ziels im Wetz ansehen. Sehr nützlich, finde ich. Lebensspender. Du erhältst sofort weitere 20+20 maximale Gesundheit. Auch gut. Einsamer Umherziehender. Naja, da brauchen wir gar nicht zu gucken. Das ist es nicht. Aber hier hatte ich ja ganz am Anfang schon mal erwähnt, dass man das mal vergleichen könnte mit dem hier unten. Hier unten, wenn du überladen... Ja, okay. Jetzt, wenn man überladen ist, dann kann man Aktionspunkte nutzen, um zu laufen. Okay. Aber am Anfang waren es ja, glaube ich, 25+25, die man bekommen hat. Und hier waren es, glaube ich, 50% mehr. Das ist schon mehr als plus 25 auf jeden Fall. Wie dem auch sei, wir schauen weiter. Schleichen wäre auch nochmal gut. Da können wir aber noch richtig viel leveln. Oh mein Gott, wir können so viel leveln. Blutiger Tod, Bonusschaden lässt Feinde gelegentlich... Nein, nein, das wollen wir nicht. Hier haben wir, glaube ich, schon alles. Wir brauchen sicherlich irgendwann nochmal Rüstmeister einen höheren Rang, wenn wir uns um die Powerrüstungen kümmern.
Schmied. Schmied haben wir auch alles, was geht. Schlossknacker brauchen wir nicht. Da sind wir schon gut genug, finde ich. Kampfhund. Nein, das alles nicht. Das müsste irgendetwas sein, groß und schwer. Durch viel Übung und Erfahrung verursachen schwere Waffen 20% mehr Schaden. Das ist es auch nicht. Tierfreund auch nicht. Wiederverwerter. Da können wir gar nichts mehr nehmen. Wir haben schon alles. Sehr gut. Action Girl. Du hast keine Zeit zu verlieren. Deine Aktionspunkte regenerieren sich um 25% schneller. Das wäre auch mal gut. Können wir nicht nehmen. Erfordert Bewegung 5. Das haben wir nicht. Deswegen ist das hier wahrscheinlich auch so ausgegraut. Das nächste ist die Inselbegabung. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Du bist nicht dumm. Nur anders. Du erhältst zufällig dreifache EP für erfolgreich abgeschlossene Aktionen. Je niedriger deine Intelligenz, desto höher die Chance. Ja, und das nehmen wir dann leider nicht, weil unsere Intelligenz ja, glaube ich, durch die Specials schon ziemlich hoch ist. Zumindest hier im Spiel. Okay, starker Rücken. Naja, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Nachtmensch auch nicht. Strahlungsresistent auch nicht. Ich glaube, bevor wir das nehmen, hatten wir mal den Tipp bekommen, dass wir Aqua Girl oder Aqua Boy dann nehmen. Ich weiß nicht, war das Yoshi oder... Aus der Community kam vor ganz langer Zeit mal, vor ungefähr 3 Wochen oder so, der Tipp, wir sollten das mal nehmen, dann kann man länger tauchen. Oder unendlich tauchen sogar. Wie dem auch sei, wir haben den lokalen Anführer schon, wir haben Wissenschaft, da brauchen wir mit Sicherheit auch nochmal was. Bewegtes Ziel, keine Treffer, kein Schaden. Du erhältst plus 25 Schadensresistenz und plus 25 Energieresistenz, wenn du sprintest. Das war's auch nicht. Mega kritische Treffer, vielleicht ist es das. Fortgeschrittenes Training für verbesserte Kampfeffizienz. Kritische Treffer verursachen 50% zusätzlichen mehr Schaden. Da wir das nicht allzu oft nutzen, nehmen wir das erstmal nicht. Ruhige Hand, immer aufs Ziel. Die Genauigkeit beim Abfeuern von Schusswaffen aus der Hüfte ist verbessert. Das wäre was. Refraktor, nein, brauchen wir gar nicht zu gucken. Das wollte ich von Anfang an schon immer ganz gerne haben. Adamantium-Skelett. Dein Skelett wurde mit unverwüstlichem Metall verbessert, wodurch sich dein Körperteilschaden um 30% reduziert. Partygirl, nein, Apotheker auch nicht. Ninja. Als ausgebildeter Schattenkrieger verursachst du mit deinen Fernschleichangriffen den dreifachen normalen Schaden und mit deinen Nahkampfschleichangriffen den vierfachen normalen Schaden. Das könnte es sein. Als ausgebildeter Schatten... Ja gut. Das könnte es sein. Was ist das? Kritischer Sparer. Als geduldiger Schlachtfeldtaktiker kannst du dir einen kritischen Treffer aufsparen, um ihn in Zeiten der Not im Wetz einzusetzen. Nein, ich glaube nicht. Prügler, jetzt wird's persönlich. Schläge mit Schusswaffen verursachen 25% mehr Schaden. Scharfschütze, Konzentration ist alles. Du hast mehr Kontrolle und kannst beim Zielen mit Zielfernrohren deinen Atem länger anhalten. Das nehmen wir jetzt. Egal was kommt, wir gucken gar nicht mehr weiter. Den Rest können wir sowieso... Das nehmen wir jetzt. Wahrnehmung 8 brauchen wir dafür. Und wenn man hier mit der rechten gedrückten Maustaste nach oben scrollt, Wahrnehmung haben wir... Weiß ich gar nicht, wie viel wir da haben. Das wollen wir jetzt doch mal sehen. Wahrnehmung ist verbessert. Nein, wir können es immer noch nicht nehmen. Wie viel Wahrnehmung haben wir denn jetzt? Jetzt opfern wir all unsere guten Punkte. Wir wollten nie welche opfern. Was sind das jetzt? 2, 4, 6. Jetzt würde der 7. kommen, dann erst der 8. Ist das wirklich so? Sehe ich das richtig? Wir versuchen es. Naja, Wahrnehmungstraining kann ja nicht schaden, denn Wahrnehmung ist das Bewusstsein für deine Umgebung und dein 6. Sinn. Sie bestimmt die Waffenpräzision im Wetz. Du erhältst jetzt sofort einen Punkt. Nun gut, das war es nicht. Adamantium-Skelett übrigens können wir auch gar nicht nehmen, da bräuchten wir Ausdauer. Ach, jetzt sehe ich das erstmal. Die erste Spalte hier,
Die ist immer für Stärke, die zweite für Wahrnehmung, die nächste für Ausdauer, dann Charisma, Intelligenz und zum Schluss Bewegung und Glück. So ist das also. Na gut. Ja, dann müssen wir jetzt noch etwas mehr aufleveln. Hätten wir doch mal die Inselbegabung lieber genommen. Ach, jetzt haben wir doch... Wir haben so lange gesammelt und immer gesagt, wir wollen nichts nehmen dafür. Jetzt haben wir es doch genommen. Hätten wir vielleicht lieber Glück genommen, dann hätten wir noch bessere Sachen gefunden. Aber hätte der Hund nicht... Ihr kennt das ja. Dann hätte er einen Hasen gefangen. Wir nehmen alles mit. Alles mit. Stärke hätten wir uns auch nochmal. Naja, wie gesagt, hätte, sollte, könnte, kann man jetzt nicht mehr ändern. Jetzt ist es so und so ist es auch gut. Und in der nächsten Folge werden wir sehen, dass wir weiterkommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Daumen hoch und tschüss.